Frau Sachse, wie kontrollieren Sie denn die Zwischenzustände im Prozess? Gibt es nur angefangen fertig? Nein, überhaupt nicht. Also bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich es inzwischen so entwickelt habe, dass manche Fotografie auch Jahre wartet, bis sie zum Einsatz kommt, weil ich einfach noch nicht den passenden Rahmen oder das passende Arrangement oder die passende Komposition gefunden habe. So ist es zum Beispiel mit dem einen, was jetzt hier hängt, mit dem Messingrahmen, was in 9 Teile zerschnitten ist. Also das hat jetzt 3 Jahre gebraucht, bis ich gesagt habe, es ist noch nicht das passende Material, weil angefangen hatte ich ja mit diesen Porträtplatten, die diese Rostbeschichtung haben, und das hätte mit dem Bild nicht gepasst. Ja. Und für ein alleiniges Arrangement fand ich es einfach zu schön, habe gedacht, mit dem muss ich irgendwie noch mehr machen. Und bis dann der Prozess so weit entwickelt war, jetzt mit Messingplatten arbeiten zu können, denen dann auch die entsprechende Patina zu geben, dass die so eine warme Ausstrahlung haben. Also jetzt ist dieses Bild, an dem ich sehr hänge, zum Einsatz gekommen. Also das hat dann auch, wie gesagt, 3 Jahre gedauert.